uns, ob wir manchmal glücklich sind und niemand fragt, ob wir froh sind oder ob uns etwas plagt. Niemand fragt uns, niemand fragt. Niemand fragt uns, ob es auch für uns ein bisschen Sonne gibt. Niemand fragt uns, ob es einen Menschen gibt, der uns gut ist, der uns liebt. Was wisst denn ihr, was wisst denn ihr, wofür ein Frauenherz schlägt? Was es bewegt, was es erregt, was es fühlt und was es erträgt. Niemand fragt uns, ob wir manchmal etwas glücklich sind und niemand fragt. Für morgen drei handfeste Kerl. Geldschranknacker. Ganz nach Wunsch, Herr Spitzkopf. Drei Geldschranknacker. Kienstein, Berger. Morgen 8 Uhr früh. 15 Schilling für jeden. Wieder? Immer. Ferner brauche ich drei Straßenjungfrauen. Aber mehr als 10 Schilling zahle ich nicht. Aber bitte schön. Fritzi Felder, Anni Meisel, Gret Fuchs. Na. Na ja, so 8 Uhr früh, pünktlich Rosenhügel. Und geht's zeitlich schlafen, damit's morgen am Posten seid. Bitte, bitte. Danke. Hier. Ach, Herr Spitzkopf, ich wollte Sie fragen, was soll ich denn anziehen morgen zur Aufnahme? Ja, was halt so eine Straßenjungfrau anzieht, so wie's bist. So? Ja, ja. Ach so. Dankeschön. Geh mal, geh mal. Alle rufen. Nur uns nicht. Was, ich verstehe dich nicht. Du sagst. Wenn man uns fragt, wird man schon rufen. Ja. Klar. Aber besser wär's doch, wenn... Sag einmal, Janett, du kannst mir chauffieren. Natürlich. Also morgen, Nachtaufnahme, 9 Uhr, 10 Schilling. Ein bisschen wenig. Jetzt vor Weihnachten. Dafür bekommst du zur Aufnahme alles geliefert. Du kriegst einen Nerzmantel und ein Kleid. Spielst eine vornehme Dame in einem Auto. Bitte. 10 Schilling. Keinen Groschen mehr. Hast du für die Mimi auch einen Zettel? Ausgeschlossen, das fällt mir noch. Bei der letzten Aufnahme hat drei Cognac getrunken, da war sie so blau, dass man die ganze Aufnahme gestört hat. Gehörst du, lieg doch nicht so, Spitzkopf. Erstens habe ich nicht drei Cognacs getrunken, sondern fünf. Und zweitens kann ich von fünf Cognacs nie blau werden. Und drittens hast du mir selber die Cognacs bestellt. Hallo, hallo, Spitzköpfchen. Du musst mir unbedingt einen Zettel geben. Schau, ich brauch das so notwendig, Geld. Liebes, gutes Spitzkipfel. Hallo, Redaktion des Journals. Bitte Herrn Stefan Riehl. Leitung ist besetzt. Wollen die warten? Ja. Was wurde gestohlen? Wie? Drei Barren Schäfer. Und weiter? Weiter nichts? Ja, warum denn? Wieso? Wie? Sie haben die Diebe rechtzeitig keucht? Wer spricht denn eigentlich? Der Portier des Hauses. Ja, hören Sie, Herr Portier, warum verscheuchen Sie denn die Diebe? Man kann natürlich nicht viel gestohlen, wenn Sie rechtzeitig dazwischen kommen. Drei Barren Schäfer. Es gibt nicht mal eine Notiz von drei Zeilen. Los, was ist denn passiert? Nichts ist passiert, das ist es ja eben. In Wien passiert überhaupt nichts mehr. Da. Dachstuhlbrand in der Seidengasse. Ein altes Grammophon und drei leere Hutschachteln verbrannt. Zusammenstoß zwischen einem Omnichwagen. Die Milch fließt über die Straße. Das sind meine Sensationsnachrichten. Riel, lass zum Chef kommen. Was kann der Alte von mir wollen?
Hallo? Ja? Riel ist nicht im Zimmer. Aber ich schreibe es ihm auf. Bitte? Ja? 7 Uhr. Vor der Filmbörse. Da können wir doch wenigstens noch ein bisschen zusammenbleiben. Zu tun gehabt heute? So wie immer. Was besonders los gewesen? Nichts von Belang. Übrigens, der Chef hat mich heute rufen lassen. Bekommst du Weihnachtszulage? Das nicht. Aber abgebaut bin ich worden. Bananen, Schokolade, Pfefferminz. Ja, yes, eine Rolle Pfefferminz. Hat Pfefferminz für dich? Danke. Und was wirst du jetzt tun? Was soll ich tun? Neue Stellung suchen. Vielleicht finde ich einen, vielleicht auch nicht. Und? Was um? Du wolltest etwas fragen. Ich weiß, was du fragen wolltest, Annie. Was aus uns beiden wird? Aus unseren Plänen? Aus unserer Zukunft? Annie, machen wir Schluss. Wozu sollen wir uns aneinander ketten, wenn es doch keinen Sinn hat? Es ist besser für dich. Und besser für mich. Ja, für mich auch. Ich muss jetzt einmal klar denken können, frei sein, unbelastet. Sonst komme ich nie zu was. Sieh mal, Jeanette, du verlierst wirklich nicht viel. Du findest sicher was Besseres. Du bist doch eine Frau, Gott, Frauen haben es ja leicht. Ja, Frauen haben es leicht. Jeanette, vielleicht klappt's doch noch mal. Vielleicht komme ich doch noch mal hoch. Ganz hoch. Dann hole ich dich schon. Von wo? Von der Filmbörse? Bezug. Du warte hier, ich komme gleich wieder. Journalisten. Aber habe ich ja nicht immer gesagt. Schon damals, wie du nach Wien gekommen bist. Lass dich nicht mit den Herren von der Zeitung ein. Erstens haben sie nicht Zeit für einen. Zweitens können sie alle schlecht tanzen. Und drittens wollen sie immer alles besser wissen. Das sind keine Männer für unser einen. So einen wie ein Stefan findest du täglich 100 Mal, wenn du willst. So wie du aussiehst, brauchst du bloß mit dem kleinen Finger zu winken. Und 3 Multimillionäre liegen zu deinen Füßen. Da habe ich nicht recht, Jeanette. Natürlich hast du recht, Mimi. Kompasserie, bitte! Tempo, Tempo, Herrschaft.
Wo ist die Dame im Auto? So, lass dich anschauen. Sehr schön, so. Und pass auf den Mantel auf, der ist 10.000 Schilling wert und der Zwillingsbrüder. Guten Abend. Also, Sie sind eine Dame der Gesellschaft und kommen von einer Autoreise. Was haben Sie denn da? Ach, mein Handkoffer. Ja, lassen Sie, da können Sie ruhig mitnehmen. Geben Sie beim Aussteifen der Zofe zum Tragen. Wo ist denn die Zofe? Wo ist denn die Zofe? Wie oft soll ich denn das sagen, liebe Herrgott Sakramento, Herr Na, vorwärts, vorwärts, wo bleiben Sie denn? Ja, bitteschön. Also, Sie setzen sich jetzt hier neben Ihre Gnädige und... Pardon, Herr Regisseur, entschuldigen Sie, aber eine Zofe wird sich niemals neben Ihre Gnädige setzen. So. Na, machen Sie ruhig, was ich Ihnen gesagt habe. Ihre Gnädige ist demokratisch gesinnt. Sie fahren also in ziemlichem Tempo jetzt hier vor. Das hier ist ein Luxushotel, nicht wahr, in der Schweiz, auf Moritz oder Semmering oder wie Sie sich das denken. Also Sie halten den Wagen an. Die Zofe sagt, wir sind da, Madame. Ja. Der Portier, kommt aus dem Hotel, lüftet die Kappe, hilft beim Aussteigen. Sie steigen aus, Zofe folgt, sie gehen durch die Drehtür und im selben Moment kommt ein armes, zerlumptes Blumenmädchen. Gib nur Acht, dass du dich nicht erkältest. Na, leider bin ich es schon. Ach, komm, nimm den Kragen ordentlich hoch. Hast du gesehen? Der Hauptdarstellerin küsst er die Hand. Uns hat er nicht einmal guten Abend gesagt. Quatsch nicht immer so viel. Du wirst nur endgültig rausfliegen. Na, wenn schon. Also, wie gesagt, Sie treffen das Blumenmädchen, greifen die Handtasche, kaufen ihr ein Sträußchen und betreten schnell das Hotel. Ja, und weiter? Und weiter gar nichts. Dann kommt die große Szene mit dem Blumenmädchen. Zurück mit dem Wagen! Zurück das Wagen! Aufpassen! Erste Probe! Geht jetzt zum nächsten Tor! Hier, Herr Freien! Zu Signallampen! Und wenn's aufleicht, dann fahren's los! Für 10 Schilling. Bei der Bärmkälte. Ja. Wenn man wenigstens einmal eine kleine Rolle spielen dürfte. Aber so? Immer nur einen Reifen halten für andere. Ach, jetzt ist mein Haus. Madame? Ich glaube, wir sind da. Niemand fragt uns, ob wir manchmal glücklich sind und niemand fragt, ob wir froh sind oder ob uns etwas plagt. Niemand fragt uns, niemand fragt. Niemand fragt uns, ob es auch für uns ein bisschen Sonne gibt. Niemand fragt uns, ob es einen Menschen gibt, der uns gut ist, der uns liebt. Was wisst denn ihr, was wisst denn ihr, wofür ein Frauenherz schlägt? Was es bewegt, was es erregt, was es fühlt und was es erträgt. Niemand fragt uns, ob wir manchmal etwas glücklich sind und niemand fragt. Halt das Ganze! Kinder, das ist unmöglich, was ihr treibt. Das ist ja so temperamentlos, doch kein Schlager, ist ein Trauermarsch. Bitte, wie Sie meinen. Die Koffer hinten müssen angefüllt werden mit irgendwas, die sind ja zu leicht, das sieht man doch beim Tragen. Seht ihr das nicht selbst? Auto muss eine italienische Nummer bekommen, habe ich zweimal schon gesagt.
Es ist Kinder, Kinder. Wo sind die Damen? Ist groß, ja. Ist was mit der? Ich glaube, das geht. Ja, das ist sie. Das ist sie schon. Ja, warum kommen Sie denn nicht, wenn ich rufe, um Gottes Willen? Warum passen Sie nicht auf beim Aussteigen? Die Gräfin benimmt sich wie eine Zofe und die Zofe wie eine Gräfin. Warum machen Sie denn so ein trauriges Gesicht? Sie kommen doch zu Ihrem Vergnügen hier an. Und Sie kokettieren nicht mit dem Portier. Das ist ein anständiges Hotel hier und keine... Spitzkopf. Bitte. Ja. Die Heider können Sie mir nicht mehr engagieren. Tut ja, als ob es eine Gnade wäre, wenn Sie bei uns arbeiten. Der Wagen zurück. Alles aus der Dekoration. Herr Kapellmann, jetzt passe ich auf, dass es anständig gab. Noch eine Probe. Ich habe heute dreimal bei ihr angerufen. Immer hat es geheißen, sie ist nicht da. Ja, vielleicht wollte sie sich nicht sprechen lassen. Ach, Unsinn, ich habe ihr doch nichts getan. Glaubst du es angenehm für ein junges Mädel, immer wieder vertröstet zu werden? Heute Abend wird doch sicher wieder große Versöhnung gefeiert. Hm? Wieso? Na, du triffst dich doch nach der Aufnahme mit dem Stefan. Wieso? Nein, wir treffen uns nicht. Okay. Wir treffen uns überhaupt nie. Okay, das ist ja alles Larifari. Du und der Stefan. Ihr kommt bestimmt wieder zusammen. Noch schlechtere Stellung finden. Du wirst weiter auf der Filmbörse sitzen. Wirst 100-mal Dankeschön sagen, wenn du ein Engagement bekommst. Du wirst ewig auf die große Rolle warten, die nie kommt. Du wirst alt und verbittert werden. Und nach 30 Jahren filmst du noch immer. Spielst alte Salondamen zum Honorar von 10 Schilling. Journal. Ja? Filmatelier am Rosenhügel. Ja, bitte sehr. Sie haben eine Nachricht für das Blatt. Aber wieso denn? Warum? Ja, da muss da irgendetwas vorher passiert sein. Sie können sich's auch nicht erklären? Danke für die Nachricht. Jeanette ist verschwunden. Ja, Menschenskind, wir haben doch beide zusammen 5-7 Schilling in der Tasche. Wir können doch nicht immer so herumlaufen, in den Kleidern.
sind ja voll. Was ist denn da drin? Jetzt der Ochs, der Reck wird da seinen ganzen Fundus eingepackt, damit die Koffer schwerer sind. Ja. Gnädige Frau? Sofort. Einen Moment bitte. Du, ich geh schnell aufmachen, ja? Gnädige Frau, Kupfer für die Sofa ist vorbereitet. Wenn Sie gestatten, zeige ich es dem Fräulein. Folgen Sie dem Kellner, Mimi. Ja, was denn? Was soll denn? Ich brauche Sie vorläufig nicht. Gehen Sie bitte. Bitte? Moment, meinen Koffer noch holen. Übrigens ein reizendes Zimmer reserviert. Gleich vis-à-vis, wo ich Süße. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Wer ist denn schon Ihr Süße? Na, Sie? Doch, Süße. Ja, das ist im Anfang immer so bei mir. Erst mache ich gar keinen Eindruck auf die Frauen, aber nach und nach werden sie ganz verrückt nach mir. Filmkomparsin verschwindet während der Aufnahme im fremden Auto. Darüber schreibt ihr 4 Zeilen. Das ist doch der Gipfel der Fantasielosigkeit. Ach, schicken Sie mir doch mal Riel herüber. Aus solch einer Nachricht, da mache ich eine Sache, die 8 Tage das Sensationsgespräch ist. Riel, Sie kommen doch rum in Filmkreisen. Sie werden sich die Sache mit der verschwundenen Filmstatistin vornehmen. Suchen Sie Material, Bilder, Anhaltspunkte, warum sie ausgerückt ist, mit wem sie Umgang gehabt hat, ihre diversen Liebschaften etc. Verzeihung, Herr Doktor. Könnte nicht ein anderer Herr? Ich hoffe, Sie werden das schon richtig machen. Ich werde mich bemühen, Herr Doktor. Gehen Sie der Sache ein bisschen auf den Grund und suchen Sie herauszubekommen, wo das Mädel momentan herumschwimmt. Ich bloß nicht. Im Anmeldeschein konnte ich doch nicht unsere wahren Namen angeben. Wie denn hast du dich genannt? Maria Luise, Gräfin von Monte Cristo, ständiger Wohnsitz Italien. Wahrscheinlich Pseudonym, hochgestellte Persönlichkeit oder sowas ähnliches. Madame scheint sich eine Woche inkognito bei uns aufhalten zu wollen. Uns kann es recht sein. Ja, recht. Sag mal, wie lange darfst du eigentlich noch in der Wanne sitzen? Mimi, ja? Du bleibst hier oben im Zimmer und wartest, bis ich zurückkomme. Wohin gehst du? Hinunter. Nachsehen, ob die Luft rein ist. Du, mir knurrt der Magen. Ich bestell mir was zu essen. Hallo? Hallo, bitte hier die Zofe der gnädigen Frau. Bitte einmal Tee mit Zitrone, Sahne, Rum, Milch, dazu Brötchen, Toast, Kuchen, Eiweiß, Schinken, Lachs, Sardinen, Butter, Käse, Honig. Wie? Nein, sonst nichts.
Hallo, hallo. Ja, bitte noch etwas Obst. Birnen, Bananen. Jawohl, bitte. Morgen fliegen wir ja sowieso hinaus. Zeitung von heute Morgen schon? Leider alles schon weg. Vielleicht müssen wir jetzt die Blätter im Lesezimmer. Dankeschön. Wenn ich nicht irre. Ein gnädiges Fräulein, verwechseln mich. Mein Name ist Rumowski. Ach, natürlich, Herr Rumowski. Verzeihen Sie bitte. Wir trafen uns doch vorgesagt im Presseball in Berlin, nicht wahr? Genau. Ich war nie auf dem Presseball in Berlin. Aber sicher. Erinnern Sie sich doch, wir tanzten zusammen. Ach, schade. Aber Sie haben ganz bestimmt. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ach, dass ich mich so täuschen sollte. Ich glaube, bestimmt werden uns schon mal gesehen. Darf ich fragen, was Sie eigentlich von mir wünschen, gnädiges Fräulein? Wie meinen Sie das? Sie führen ein Gespräch herbei. Ich könnte also annehmen, dass... Jetzt irren Sie sich. Ich wünsche nichts von Ihnen. Sie schreiben schon eine Zeitung über uns. Oh, was ist das? Hier. Jeanette Heider während deiner Filmaufnahme ausgerückt mit ihr Mimi Rusitschka. Was so eine Gemeinheit. Deinen Namen haben sie viel größer gedruckt. In einem Cabriolet, 6-Zylinder, Auto Nummer A, 25.523. Du, die haben vergessen, dass wir eine italienische Nummer haben. Ach, Sie haben meine Zeitung. Und ich suche Sie im ganzen Hotel. Ach, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe Sie ganz aus Versehen mitgenommen. Dann bitte, bitte, ist mein Vergnügen. Behalten Sie sie ruhig. Im Übrigen, frohes Fest. War das einer von der Polizei? Wie kommst du darauf? Der hat so verdächtig gelächelt. Zimmer 2425. Frau Grundix, ich werde Dame ist. Woher Sie kommen? Und so weiter. So wie immer. Na, wenn der wirklich von der Polizei war, wird man uns ja bald haben. Dann werden wir hinausgeschmissen, verhaftet und dann kommen wir ins Zuchthaus. Und das alles nur, weil du plötzlich übergeschnappt bist.
zum Hoteldirektor. Ich gestehe ihm alles ein. Nein, nein, du darfst auf keinen Fall persönlich mit ihm sprechen. Wir werden ihm schreiben. In aller Form und Höflichkeit. Hast recht. Schreiben wir. Also. Sehr geehrter. Geehrter ist zu unliebenswürdig. Du musst schreiben. Lieber, guter, bester, nettester, goldiger Herr Direktor. Quatsch. Sehr geehrter Herr Direktor. Bevor Sie es durch andere erfahren, gestehen wir Ihnen freiwillig ein, dass wir unter falschen Namen und ohne Geld in Ihr Hotel eingezogen sind. Schreibt in Ihr allerwertestes Hotel. Ja, wir müssen den Mann ein bisschen schön tun. Herein. Herein. Verzeihung, dass ich störe. Im Namen der Hotelaktiengesellschaft gestatte ich mir ein recht großes Fest zu wünschen. Da. In wenigen Minuten beginnt die Rundfunkübertragung der Weihnachtsfeier in der Stephanskirche. Wenn die Damen es hören wollen, werde ich das Radio einschalten. Ich danke Ihnen, Herr Direktor. Nochmals. Recht frohes Fest. Meine Damen, gestatten Sie, dass ich den Wünschen meiner Direktion die meine hinzufüge. Ich tue das umso weniger, weil ich weiß, was es bedeutet, den heiligen Abend in der Fremde zu verbringen. Schon.
Bitte verhalten Sie sich vollkommen ruhig. Sie Zimmer durchsuchen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen so einbringen muss, aber... Bitte, tun Sie nur Ihre Pflicht. Aber ein Mann muss sich hier eingeschlichen haben. Ein Mann? Ja, ohne Zweifel ein Hoteldienst. Der Kellner kam hier an der Türe vorbei und fand das Schloss aufgesprengt. Haben Sie nichts gehört? Sie sind nichts aufgefallen, hier, Frau? Nein, ich habe geschlafen, ich habe nichts gehört. So. Vermutlich hat der Mann gewusst, dass hier eine alleinstehende Dame wohnt. Ja, fürchterlich. Und das in meinem Hotel. Alles leer. Alles ausgeraubt. Da, hier. Donnerwetter. Er hat aber gründlich gearbeitet. Gleich die ganze Garderobe für seine Freundin hat er mitgenommen. Ach, ich bitte vielmals um Entschuldigung, Frau. Es ist mir so furchtbar peinlich, so furchtbar unangenehm. Ja, aber wir werden selbstverständlich bemüht sein, den Schaden restlos wieder gut zu machen. Wann sind Sie, die Frau, zu Bett gegangen? Gegen 12. Es ist jetzt 13:30. Der Kellner kam um 1 Uhr vorbei. Der Dieb kann also nur zwischen 12 und 1 da gewesen sein. Nach 11:30 hat niemand das Hotel verlassen. Dann ist der Dieb noch im Hotel. Kommen Sie, meine Herren. Guten Abend. Also wie gesagt, nee, Frau, alles wird zurückerstattet. Nur eine Bitte. Dass niemand von dem Vorfall erfährt. Denn wenn der Diebstahl bekannt wird, so ist das für den Betrieb eine kolossale Schädigung. Alle Leute können abreisen, nicht wahr? Ach bitte, stellen Sie mir doch so bald als möglich eine Liste aller Gegenstände auf, die gestohlen worden sind, ja? Wir entschädigen Sie für alles. Keine Angst, ich tue Ihnen nichts. Wer sind Sie? Oh. Ich bin der, den die da draußen suchen. Nennen Sie mich schlicht Baron. Baron genügt. Übrigens, es würde mich mehr interessieren zu erfahren, wer Sie sind. Moment, kleine Frau. Ich habe Ihnen nämlich ganz versehentlich die Ehre meines Einbruchs erwiesen. Meine Information war falsch. Ich dachte, hier würde eine andere Dame wohnen, eine Miss Longby. Man schätzt den Schmuck dieser edlen Frau auf 60.000 holländische Gulden. Nur also, bei Ihnen wäre ja nicht so viel zu holen gewesen, was? Leere Koffer, leere Schränke. Also, was soll das alles bedeuten, hm? Maria Luise, Gräfin von Monte Cristo. Keine Macht. Eine Kollegin, wenn mich nicht alles täuscht, was? No. Trösten Sie sich, wir haben alle mal angefangen. Gehen Sie doch endlich! Ja, nicht unfreundlich. Gott, wie rührend. Ein Abschiedsbrief. Das wollen wir aber nicht machen, was? Schön da bleiben. So. Also das sind die Sachen, die ich gestohlen hätte, wenn sie da gewesen wären. Hm?
Ich habe da vorhin gehört, dass dir der Direktor alles ersetzen will. Ich meine, warum soll man dem Mann die Freude nicht machen? Du gibst ihm diese Liste und kriegst dafür die komplette Reiseausstattung einer Dame, die solche Visitenkarten tragen darf. Hm? Ach, das Kind muss man zu seinem Glück zwingen. So. Zufrieden? Ja? So, hier ist die Tür. Rasch reparieren. Rasch, 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 rasch. So ein Unglück. Furchtbar, furchtbar. Die Polizei hat alle Korridore abgesucht. Keine Spur von dem Dieb zu finden. Muss nochmals um Entschuldigung bitten. Herr Direktor, ich möchte jetzt... Ach, ach, Gnädigste, haben schon die Liste aufgestellt. Ach, tausend Dank. Zwei Ringe, zwei Armbänder, Bargeld, 2000 Schilling. Das geht ja gerade noch. Herr Direktor, das ist doch alles... Selbstverständlich, Gnädige Frau. Und ich hoffe, dass es mir trotz der Feiertage gelingen wird, die Angelegenheit schnellstens zu erledigen. Aber vor allem bitte um Diskretion. Nur kein Aussehen, nur kein Skandal. So, ja, ist alles fertig? Jawohl. Ja, na gut. Nimm nur, was man dir gibt. Ohne Kleider bist du auf dieser Welt aufgeschmissen. Ohne Kleider erreichst du gar nichts. Nur keine falschen Hemmungen. Hm? Der Hoteldirektion schadet es nichts. Und dir ist damit... Du kannst das ruhig von mir annehmen. Ich habe so viel in meinem Leben gestohlen, dass ich auch mal den Weihnachtsmann spielen kann. Also entweder ich schlaf noch, oder ich bin vollkommen verrückt geworden. Den ganzen Tag laufen da fremde Leute bei dir aus und ein und bringen Kleider, Schuhe, Hüte, Wäsche. Sag, was sind denn das für Sachen? Weihnachtsgeschenke. Also jetzt red endlich vernünftig. Was ist denn geschehen? Du hast den Brief abgegeben, dem Direktor? Nein. Es ist nämlich etwas geschehen, was mich veranlasst, hier zu bleiben. Sozusagen ein Wink des Schicksals. Na, Jeanette, das ist nicht wahr. Das Schicksal winkt nicht. Es muss irgendetwas vorgefallen sein, was du mir verheimlichst. Das Blatt hat sich gewendet, wie ich merke. Erst warst du für hoch hinaus. Und ich wollte nicht. Und jetzt will ich. Und du kriegst es wieder alles. Jeanette, um Himmels Willen, mach keine Dummheit. Fahren wir lieber zurück. Zurück? Wohin? Zu Stefan. Niemand fragt uns, ob wir manchmal glücklich sind und niemand fragt, ob wir Sehnsucht haben, ob uns etwas klagt. Niemand fragt uns, niemand fragt. Thank you.
Bitte Tee. Ein Tee. Gestatten Sie? Ich dachte, Sie können doch nicht tanzen. Na, ich habe ja auch nicht die Absicht. Ich wollte mir nur erlauben, ein bisschen Platz zu nehmen. Wir sind doch alte Bekannte. Vom Presseball in Berlin. Das hat sich als Irrtum herausgestellt. Leider, leider. Und wenn Sie wüssten, wie untröstlich ich bin, nicht auf diesem Presseball gewesen zu sein. So? Na, dann würden wir uns doch erfreulicherweise schon ein Jahr lang kennen. Gestern waren Sie nicht so höflich. Ja, Sie mögen recht haben. Aber Sie dürfen versichert sein, ich werde mir alle Mühe geben, diesen unverzeihlichen Fehler wieder gut zu machen. Vorausgesetzt, dass Sie mir Gelegenheit dazu geben können. Rauchen Sie? Danke. Darf ich Ihnen ein Geständnis machen? Aber nicht böse sein. Ist es so schlimm? Ja. Sprechen Sie ruhig. Als ich Sie gestern auf so merkwürdige Art kennenlernte, hielt ich Sie. Im Winter ist der Semmering unvergleichlich schön. Ein herrliches Stück Erde. Wohnen Sie immer hier? Nein, nein, nur ein paar Monate im Jahr. Und sonst? Oh, bin ich auf Reisen. Werden Sie viel Wintersport hier treiben? Sie wollten mir doch ein Geständnis machen. Jetzt möchte ich es lieber für mich behalten. Nein, nein, Sie sagten, Sie hielten mich... Na, wofür? Für eine Frau, die vortäuscht, etwas zu sein, was sie gar nicht ist. Sie scheinen nicht gerade gute Erfahrungen mit Frauen gemacht zu haben. Bisher nicht. Wenn man nicht zufällig das Glück hat, ein armer Schlucker zu sein, hat man doch bekanntlicherweise nur um seines Geldes willen Erfolg. Und wofür halten Sie mich jetzt? Jetzt? Für eine sehr eigenartige, sehr originelle Frau. Wollen wir jetzt tanzen? Verzeihen Sie, aber ich möchte jetzt lieber gehen. Noch habe ich Sie verstehen? Nein, nein, gar nicht. Aber ich möchte trotzdem gehen. Dann gestatten Sie mir wenigstens, dass ich Sie morgen wiedersehen darf. Ich bleibe nicht lange. Vielleicht rufen Sie mich morgen an. Auf Wiedersehen. Okay.
verschwinden. Dann ist aber niemand im Haus. Der Gärtner und die Köchin sind doch. Ich bin allein. Geh. Bist du noch im Fell, sagt er, stehst du selbst. Also geht. Und jetzt gibt es Punsch nach geheimen Rezepten. Vielleicht habe ich sogar ihren Geschmack gefunden. Verzeihung. Scheint zu stimmen. Könnte Ihr Diener mich mit dem Hotel verbinden? Sie werden gestatten, dass ich das erledige. Mit wem wollen Sie sprechen? Ich wollte meine Zofe sagen, dass ich zum Abendbrot im Hotel sein werde. Nein. Nein, das bestelle ich. Sie sind jetzt zum ersten Mal hier und dürfen nicht so schnell wieder davon. Was haben Sie? Fühlen Sie sich denn gar nicht ein bisschen wohl hier? Aber das tue ich doch, Herr Rumowski. Ich wollte nur, dass meine Zofe weiß, wo ich bin. Endlich, Jeanette. In den letzten Tagen haben wir uns überhaupt... Und? Wie kommt sie denn hierher? Was wollen Sie denn eigentlich? Sie nehmen eine Karte, stecken sie über die Bettdecke, dann läuten sie dreimal stark, dann geht die Tür auf und hereinkommt die Karte. Was wollen Sie denn eigentlich? Das kann sie nicht. Da wird die Frau Gräfin sehr ungehalten sein, wenn ich Ihnen das sagen wollte. Sie wollen nicht davon sprechen, aber ich sehe Sie dann an. Sie haben manches Bittere erlebt. Ich möchte Ihnen alle Sorgen wegnehmen. Sie sollen doch nichts belasten. Sie brauchen Ruhe, Pflege, ein nettes Heim. Sie müssen jemanden haben, der immer bei Ihnen ist. Zu dem Sie Vertrauen haben. Ich habe mir es nur mal in den Kopf gesetzt, Sie glücklich zu machen. Um mir das zu sagen, hätten Sie Ihren Diener nicht vorzuschicken brauchen. Alles erledigt? Jawohl. Der Tisch ist für morgen Abend bestellt. Alles gut. Der Schlitten soll vorfahren. Ich habe mir nämlich erlaubt, für den morgigen Silvesterball denselben Tisch servieren zu lassen, an den Sie sich neulich nicht zu mir erinnern haben. Ich hoffe, Sie werden mir meine Bitte nicht zum zweiten Mal abschlagen. Ich freue mich, morgen Abend mit Ihnen zusammen zu sein. Ich freue mich wirklich.
Haben Sie gemogelt. Gemogeln, na hören Sie mal. Ja. Aber Sie bitte, also bitte, dann machen wir es nochmal. Nein, Sie haben gemogelt. Nein, nein. Aha. Da ist ja endlich die Frau Gräfin. Bitte verlassen Sie sofort das Zimmer. Ja, schon jetzt, der Herr wollte unbedingt nicht warten. Ich muss mit ihr sprechen. Raus. Na? Nichts. Ich wünsche... Ruhe. Du wirst die Güte haben, mir ein paar Augenblicke Gesellschaft zu leisten. Verstanden? Ja? Mach dir mein Kompliment. Du hast dich fabelhaft herausgemacht. Hör mal, mir wird die Luft hier zu dick. Seit ich das Ding in deinem Zimmer drehen wollte, misslingt mir alles. Polizei beobachtet alle Zimmer, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinfassen soll. Jeder Kellner kann ein Detektiv sein. Nächstens werde ich einem Gast nach der Brieftasche greifen und was werde ich finden? Weil ich sagte das nur, um dir begreiflich zu machen, dass ich so schnell wie möglich hier weg muss. Ich habe dir dazu einen Vorschlag zu machen, der dich bestimmt begeistern wird. Ich habe dir doch da am Weihnachtsabend so im Handumdrehen eine ganz nette Ausstattung verschafft. Meine Sache hat doch fabelhaft geklappt. Pass mal gut auf. Was wir damals im Spaß gemacht haben, das können wir doch eigentlich in der Praxis regelrecht durchführen, ja? Zum Beispiel, wir fahren zusammen nach Venedig. Trittst dort als Dame mit fabelhaftem Schmuck auf. Ja? 2 Wochen zahlst du pünktlich deine Hotelrechnung. In der 3. Woche findet man eines Nachts plötzlich dein Zimmer ausgeräumt. Du bekommst natürlich alles ersetzt. Kleider, Pelze, Geld. Und im nächsten Monat passiert dieselbe Sache irgendwo anders. Zum Beispiel in Rom oder in Scheveningen. Na? Ist das eine Idee? Dabei kommen wir auf diese Weise überhaupt nicht mit der Polizei in Berührung und alles geschieht sozusagen legal. Na, was sagst du dazu? Ausgezeichnet. Freut mich, dass du das so schnell begreifst. Es ist jetzt 6:30, wir fahren noch heute Abend mit dem Schnellzug nach Venedig um 9.20 Uhr. Je eher wir anfangen, desto besser ist es. Ha? Reden Sie nicht weiter. Sie wissen ganz genau, dass ich nicht mitfahre. Aha. Oh, doch. Doch, du fährst mit. Selbstverständlich fährst du mit. Binnen einer Stunde bist du reisefertig. Ha? Oder? Die Hoteldirektion erfährt, wer die Dame von Zimmer 24 ist. Tja. Und dann ist es mit der ganzen Herrlichkeit hier eben leider Gottes. Also, in einer Stunde. Ich warte bis 8 Uhr auf meinem Zimmer. Verzeihung, ich wollte eben anklopfen. Herr Romowski schickt mich. Gnädige Frau, haben das in der Villa verloren. Dankeschön. Jetzt weiß er alles. Herein.
Mein Diener sagt mir, dass Sie jetzt eine Dame erwarten. Was wünschen Sie von dieser Dame? Das ist zwar meine Sache, aber wenn Sie durchaus wissen wollen, wir fahren zusammen nach Venedig. Ja, das stimmt nicht ganz. Die Dame bleibt hier. Ach. Schau, schau. Sie interessieren sich also auch für meine Gräfin. Allerdings. Und Sie müssen es sich diesmal anders einrichten. Ich lasse mir von Ihnen nicht immer ins Handwerk pfuschen. Schon zum dritten Mal laufen Sie mir den Weg. Ich Ihnen? Wieso? Ach, Sie erinnern sich wohl gar nicht. Da werde ich Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen. St. Moritz. Fürstin Walewska. Ach, die Walewska meinen Sie. Aber ich bitte Sie. Sie, da müssen Sie mir dankbar sein. Ich habe Ihnen eine ganz unnütze Arbeit erspart. Der Schmuck war falsch. Aber hat Sie die Person die volle Versicherungssumme ersetzen lassen, denken Sie. Und voriges Jahr? Kairo? Ja. Und Monte? Da war ich eben schneller als Sie. Na, es ist ja nicht jedermanns Sache, mit Nachschlüsseln zu arbeiten. Gott, jeder wie er kann, Herr Rittmeister von Schirmay. Oh, pardon. Hier heißen Sie ja wohl Rumowski, Herr Konsul von Brinken. Hm? Lassen Sie die Koffer abholen. Zimmer 18. Eine halbe Stunde geht ihr zu. Ich reise nicht ab ohne die Frau. Übrigens wäre ihre Mühe ganz vergeblich gewesen. Die Kleine ist weder Gräfin noch reich. Ja, sehr charmant von Ihnen, mich das wissen zu lassen. Aber ich habe kein berufliches Interesse an der Dame. Gerade darum werde ich sie Ihnen nicht überlassen. Es wird Ihnen aber leider nichts anderes übrig bleiben. Hm. Das wollen wir ja. Mensch! Ja? Die Koffer zum Bahnhof. Sie verlassen sofort diese Gegend. Hüten Sie sich, zurückzukehren. Sie wissen, es ist besser, mich nicht zum Feind zu haben. Ergreifung des berüchtigten Gentleman Hochstaplersmeister Siermay, alias Konsul von Brinken, hat die Schweizer Polizeidirektion eine Belohnung von 30.000 Franken ausgesetzt. Wenn Sie sich einmal Herrn Romowski, den Besitzer der kleinen Jagdvilla, näher ansehen werden, aber das ist doch unmöglich. Romowski, den kennen wir doch schon seit Jahren. Unfassbar. Auf alle Fälle werden wir der Anzeige nachgehen. Ich werde Steckbriefe anfordern lassen. Bilder nicht vorhanden. Beschreibungen schwanken. 38 Jahre, 43 Jahre. Elegant, Schnurrbart, vielleicht Spitzbart. Angegraute Haare, blonde Haare. Franzose, Pole. Vielleicht auch Engländer oder Österreicher. Wir senden Fingerabdrücke. So. Jetzt müssen wir versuchen, sofort einen Fingerabdruck von Rumowski zu bekommen.
Also? Komm gut rüber ins neue Jahr. Alter Junge. Danke. Du auch. Nun? Na, endlich habe ich allerhand herausgekriegt. Also, der Baron hat uns nicht verpfiffen. Er ist abgereist, hat weder mit dem Direktor noch mit sonst jemandem gesprochen. Und geschrieben? Hat er auch nicht. Wenigstens bis jetzt noch nicht. Oh, Gott sei Dank. Mimi, hör zu. Wir fahren heute Nacht nach Wien. Geben alle Sachen zurück, die uns nicht gehören. Mhm. Kleider, Auto und Pelze. Alles. Du lässt den Wagen tanken. Kurz nach Mitternacht lässt du den Wagen aus der Garage fahren. Sagst aber nicht, wozu. Und du selbst wartest, bis ich komme. Ja, aber warum denn erst nach Mitternacht? Warum denn nicht gleich? Ich will noch mit Rumowski sprechen. Stellen Sie bitte auf Zimmer 24. Ich warte da alle. Jawohl, Herr Rumowski. Guten Abend, Herr Rumowski. Gestatten Sie, dass ich die Gelegenheit ergreife, Ihnen Prosit Neujahr zu wünschen. Danke, Herr Kommissar. Gleichfalls. Sie sind doch wohl zum Vergnügen hier und nicht beruflich. Aber selbstverständlich nur zum Vergnügen. Natürlich. Heute Abend nichts vom Beruf. Nur so diskret wie möglich. Ja, 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 ja. Nur kein Aufsehen, kein Skandal. Den vorigen Silvester verbrachte ich ganz allein in meiner Villa. Um 12 stand ich vor Spiegel und wünschte mir ein gutes neues Jahr. Und war es wirklich gut? Na, bisher schon. Ich kann nicht klagen. Das heißt, man soll das Jahr nicht nur Silvester machen. Die Fingerabdrücke sind tatsächlich identisch. Herr, alles auf die Plätze. Überhaupt noch gekommen bin. Und warum ich nach all dem, was gestern geschehen ist... Sie brauchen mir nichts zu erklären. Alles, was Sie mir sagen wollen, weiß ich doch schon längst. Bitte. Jeanette, ich weiß, wer Sie sind. Ich weiß auch, warum Sie hierher gekommen sind. Und trotzdem wiederhole ich Ihnen, was ich Ihnen von gestern gesagt habe. Ich möchte Ihnen... Wenn Sie mir versprechen, jetzt ein bisschen lustig zu sein. Jetzt... In den letzten Minuten des alten Jahres wollen wir alles Gewesene vergessen. Wir müssen aufpassen, sonst versäumen wir noch den richtigen Moment. Ich zähle noch paar Sekunden. 16, 17, 18.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, wenn ich den Arm sinken lasse, alle Lichter ausdrehen, 29, 30, 55, 56, 57, Achtung, 50, 59, Ich habe es Ihnen gleich gesagt. Man soll das Jahr nicht vor Silvester lernen. Ja, aber was ist denn geschehen? Was geschehen ist? Man sucht einen Mann, der 10 Jahre lang geschickter war als alle Polizeidezernate Europas und der zum ersten Mal in seinem Leben ungeschickt wurde, weil er sich in eine Frau verliebte. Habe ich Sie sehr enttäuscht? Man soll eben keine Privatgefühle haben. In meinem Beruf. Nein, nein. In den Saal können Sie nicht zurück. Man sucht sicher auch nach Ihnen. Und alle Ausgänge sind bewacht. Passen Sie mal auf. Ich stelle mich den Kriminalbeamten. Man wird mich durch den Saal führen. Dahinter Ausgang wird frei. Und Sie versuchen zu entkommen. Und Sie? Ich? Um mich machen Sie sich keine Sorgen. Führen Sie mich in den Saal. Ich will meine Rechnung beschreiben. Für Sie.
dem Auto davon, Richtung Wien. So, dann verständigen Sie sofort die Polizeistation Wien Neustadt. Der Wagen ist unter allen Umständen aufzuhalten. Jawohl. Was machen wir denn eigentlich zuerst, wenn wir in Wien ankommen? Wir fahren ins Atelier und geben alle Sachen zurück. Könnten wir nicht vorher einen kleinen Umweg machen? Wohin? In die Redaktion vom Journal. Weißt du, ich habe nämlich den Stefan depeschiert. Er soll heute Nacht auf uns warten. Ich weiß gar nicht, was du gegen den Stefan hast. Ist doch so ein lieber, netter Kerl. Ich hatte doch immer gesagt, die Herren von der Zeitung sind ganz reizende Leute. Halt! Bitte aussteigen. Hallo? Ja? Wer? Bitte? Ich verstehe nicht. Die Polizeistation Wiener Neustadt? Wir haben zwei Mädchen gefasst. Sie geben an, dass sie sich identifizieren können. Gewisse Jeanette Heiler und Mimi Rusitschka. Stimmt das? Kennen Sie die beiden? Ist ja verständlich. Vielleicht, vielleicht könnte ich einmal mit den Damen sprechen. Gehen Sie her. Reden Sie etwas. Hallo? Jeanette. Jeanette! Hier spricht Mimi. Servus, Stefan. Prosit, Neujahr. Ja, wo seid ihr denn? Wo ist denn die Jeanette? Wo seid ihr denn jetzt? Was ist euch denn passiert? Wie geht's euch? Also, wenn du wüsstest, was wir alles erlebt haben. Wir waren auf dem Semmering. 8 Tage. Im Hotel Bannhans. Ja, 1. Etage. Ich war eine Zofe und die Jeanette war eine Gräfin. Und denke nur, in der Weihnachtsnacht ist eingebrochen worden. Vis-à-vis von der Jeanette, ihrem Zimmer, war ein Hoteldieb. Und außerdem hat die Jeanette noch gleich am ersten Tag einen sehr reichen, vornehmen Herrn kennengelernt. Und da hat sie denke... Was denn? Stefan! Ist nett von dir, dass du auf uns gewartet hast heute Nacht. Ist doch selbstverständlich, Jeanette. Sag ihm doch, dass er herkommen soll, damit wir freigelassen werden. Weißt du, Stefan, wir sind an eine Klemme geraten. Es war so furchtbar, was wir durchgemacht haben in den wenigen Tagen. Ja. Ach. Ja. Ja. Immer mehr und mehr wurde ich in alles hineingezogen. Polizei, Verbrecher. Ja, ja. 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 Hallo, ist die Neujahrsnummer schon abgeschlossen? Ja, ja. Könnten Sie die Nummer noch aufhalten? Ich bringe noch eine große Sache. Jawohl. Ja. 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 Famos, lieber Rieder, das muss ich wirklich sagen. Ganz famos. Wir waren tatsächlich die erste europäische Zeitung, die den Fall gebracht hat. Verzeihung, Herr Doktor, aber... Ja, was soll ich da weiter herumreden? Also das mit dem Abbau, das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Sie bleiben selbstverständlich weiter bei uns. Eigentlich, Herr Doktor, war ich gar nicht so sehr an der Sache beteiligt, sondern... Dusch!
Jeannette und Konsortin. Im Namen aller Kollegen heiße ich euch herzlichst willkommen. Bravo, bravo, bravo. Du liebe Jeannette, du liebe, hast die Institution der Filmstatisterie aus dem Dunkel der ewigen Unbekanntheit in das Licht des öffentlichen Interesses gerückt. Na und ich? Du? Du sei ruhig. Das war ich glaub, okay. In meiner unüberwindlichen Sehnsucht, endlich einmal eine Hauptrolle zu spielen, hast du dich in ein Abenteuer gestürzt, aus dem du diesmal noch mit deinem blauen Auge davongekommen bist. Ja. Sei Dank. Nun, liebe Jeannette, wünschen wir dir, dass du deine nächste Hauptrolle ohne Mitwirkung der Polizei spielen sollst. Freust du dich denn gar nicht, dass ich wieder da bin? Doch, Jeanne. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann habe ich auch etwas Sorge. Die große Welt gesehen. Andere Menschen kennengelernt. Und da habe ich natürlich Angst, dass du nun nicht mehr zu uns, zu mir. Don't go.